Herzlich willkommen zu unserem Grill-Spezial. Ich denke mir, zum Grillen gehört immer auch ein guter Cocktail. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie ein Calpurnia hergestellt wird. Dafür brauchen Sie Cachaça, dann Rohrzucker, Limetten, Eis bzw. Crash-Eis. An Arbeitsgerät brauchen wir Gläser, nachher einen Strohhalm und einen Stößel. Wenn Sie haben, einen Crash-Eis-Hersteller. Ansonsten zeige ich Ihnen auch, wie es mit dem Tuch auch gehen würde. Als erstes die Limette nehmen, immer schön rollen. Durch das Rollen wird die Limette in sich schon geöffnet. Das heißt, der Saft kommt gleich besser raus. Die Limetten vorher mal gründlich mit heißem Wasser abspülen, falls die gewachsen sein sollten. Dann wird die Limette geachtelt. Das heißt, ich halbiere die als erstes, dass ich 8 Stücke habe. Jetzt einmal gucken, wenn Sie die aufmachen, sieht man oft in der Mitte so einen kleinen weißen Streifen. Den würde ich wegschneiden. Der ist oft sehr bitter. Hier ist keiner mehr dran. Der ist auch okay. Hier kann man es wieder schön sehen. Den weißen Streifen abschneiden. So, die Arbeit sollte man sich schon machen. Der drüben ist in Ordnung. Das heißt, bei dem einen noch abschneiden. Dann kommen die Limettenstücke in ein Glas. Und jetzt dazu der Rohrzucker. Man kann schön sehen, der ist fein gemahlen. Das hat für uns ja den Vorteil, der löst sich besser auf. Im Verhältnis ungefähr zu einer Limette 2-3 gehäufte Löffel, je nach Säure, müssen Sie gucken, vielleicht auch einen halben Meter zugeben. Und dann geht es los mit einem Stößel. Hier drinnen wirklich lange drücken, dass einmal der ganze Saft aus den Limetten schön rauskommt. Automatisch löst sich der Zucker auch schon auf. So. Jetzt das Crash-Eis herstellen. Ich habe jetzt hier eine Maschine, da kommt die Eiswürfel rein und so wird das Crash-Eis hergestellt. Sollten Sie das zu Hause nicht haben, nehmen Sie sich ein Tuch, legen das Eis da rein, entweder mit einem Topf oder Hammer draufschlagen. So stelle ich mein Crash-Eis her. Die Rezepte sind auch unterschiedlich. Sie müssen halt gucken, manche haben es lieber, dass die Eisstücke ein bisschen gröber sind. Ich mag es lieber, wenn die feiner gemahlen sind. Reingeben und anfangen zu drehen. So, jetzt habe ich auch alles durch. Das kann man jetzt schön sehen. Dann wird ungefähr bis hier aufgefüllt. Das kommt auch gut hin. Dann unser Cachaça bis zur Höhe vom Eis aufgießen. Was jetzt natürlich passiert, man kann schön sehen, der Alkohol ist oben, der ganze braune Zucker ist noch unten. Wenn ich jetzt trinke, ist es mir oben zu sauer, zu viel Alkohol, unten zu süß. Deswegen würde ich immer ein zweites Glas zur Hand nehmen und das Ganze zweimal umgießen. Was man jetzt wieder feststellen kann, das Ganze wird flüssiger. Jetzt wieder Crash-Eis herstellen und mit dem Crash-Eis, dann nehmen wir uns noch 2 mit dazu, oben auffüllen. Das sollte auch wieder reichen, dass das Ganze gut mit Eis gefüllt ist. Jetzt fehlt uns nur noch ein Strohhalm und dann kann dem Calpurnia-Genuss nichts mehr im Wege stehen. Viel Spaß!